vielleicht auch nochmal brainstormen für ein paar neue Produkte. Kriegst du überhaupt nicht drauf? Da. Philipp ist jetzt seit 20 Minuten bei der Polizei in der Warteschleife. Ich finde, es sieht richtig cool aus in der Kamera. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Weekly Vlog. Es ist schon Samstag und ich habe bisher leider noch nichts gevloggt. Es tut mir sehr leid. Wir haben eben gebruncht. Ich glaube, es war ein Brunch, würde ich sagen. So zeit- und längen- und essenstechnisch. Und ja, es ist unheimlich schlechtes Wetter draußen. Vielleicht hört ihr es sogar gerade. Ich glaube, es fängt sogar an zu stürmen. Und wir werden jetzt das Wochenende auf jeden Fall erstmal damit verbringen, am PC zu sitzen. Wir haben hier gerade so eine kleine Workstation aufgebaut. Ich zeige es euch bestimmt gleich nochmal. Und ja, wir arbeiten nämlich an unserer Website für Phil & Jasmine. Wie ihr wisst, ist die noch nicht online. Und wir versuchen das heute aber, beziehungsweise nicht nur heute, ich glaube, wir brauchen morgen wahrscheinlich auch noch ein bisschen, ja, da so das Grundgerüst mal zu schaffen. Natürlich fehlen uns auch noch ganz viele Fotos für Produkte und so, aber ja, besser als nichts. Das machen wir heute und wir wollen auch noch ein bisschen Produktauswahl machen, zumindest mit Sachen, die wir schon mal angefertigt haben und ja, vielleicht auch nochmal brainstormen für ein paar neue Produkte. Und dann nehme ich euch heute natürlich auch ein bisschen mit. Ja, und das machen wir jetzt. Wir gucken uns gerade unsere ganzen alten Samples an. Was heißt alt? So alt sind die teilweise noch nicht. Einige sind aber schon. Was sind die ältesten ungefähr? Schon so anderthalb Jahre oder so. Ja, anderthalb Jahre. Exakt. Und was ist dein Favorite? Mein Favorite ist tatsächlich du, Design sozusagen. Ich? Ja, das ist diese Collar-Anstecker. Ja, das ist ganz cool. Ja, cool. Der gefällt mir gut, weil ich noch nie sowas davor gesehen habe und mir total gut gefällt einfach. Also, du hast ihn ja schon mal anprobiert. Ja. Der ist einfach nicht Standard 0815, sondern einfach was ein bisschen gewagteres. Dann natürlich der hier, der auf jeden Fall das Licht der Welt erblicken wird, hoffentlich. Ja. Dann finde ich auch richtig gut immer noch den hier, den ich in klein schon mal gezeigt habe, also als Top-Finger-Ring, aber auch als großer. Ja, den haben wir zweimal hier als Top-Finger-Ring sogar. Zweimal sogar. Ich weiß nicht, warum zweimal. Ich glaube, weil wir verschiedene Größen ausprobiert haben. Hier, der da. Ja, da. Ich glaube, es kann auch cool aussehen, die zusammenzutragen, so an zwei unterschiedlichen Fingern. Mhm. Ist der unterschiedlich? Ich darf jetzt nicht vertauschen. Der da hier. Ist da noch was unterschiedlich an den zwei? Vielleicht auch verschiedene Stärken. Von der Größe her sind die, glaube ich, unterschiedlich. Ja, ich glaube es auch. Ja, das ist auch nochmal ein bisschen größer. So, da haben wir den. Ja, ich finde den auch cool. Und was ich auch noch ganz cool finde, ist das passende Armband dazu. Ach ja. Das hier. Willst du was sagen? Ja, gerne. Das finde ich auch ganz cool. Mhm. Du kannst es ja mal modeln, wobei dir passt es wahrscheinlich nicht. Das passt mir nicht. Ja, die ist auch ein bisschen zu groß vielleicht. Nee, das schiebt man auch ein bisschen hoch. So, wenn es jetzt noch scharf wäre. So. Nee, ich finde es richtig cool. Schau mal in der Kamera. Ich weiß nicht, ob du schauen kannst, aber ich finde, es sieht richtig cool aus in der Kamera. Mhm. Findest du auch?
Doch, das gefällt mir auch ganz gut. Als spätes Mittagessen gibt es einmal von gestern Nudeln mit einer Nusssoße. Ich zeige dir euch nachher mal, beziehungsweise das Kochbuch, woraus ich das Rezept gemacht habe. Und zwar ist das aus Cashews mit, was haben wir? Rosenkohl, genau. Ich wollte Blumenkohl sagen, aber das stimmt nicht. Und dazu gucken wir jetzt, glaube ich, nochmal eine Folge Marvelous Mrs. Maisel. Oder? Mhm. Okay, dann play, please. Ich habe gar nichts mehr gevloggt und ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber hier ist ein Alarm, ganz laut. Ich weiß nicht, vielleicht ein Auto oder sogar ein Haus. Und das hatten wir schon mal vor ein paar Monaten. Und damals war das auch so. Es ist jetzt kurz vor eins. Und es ist schon ungefähr seit anderthalb Stunden. Und damals war es so, dass es bis ungefähr 6:30 Uhr morgens durchgeklingelt hat. Und das ist so laut. Und unser Schlafzimmer ist auch hier an dieser Seite von der Straße. Das heißt, wir können nicht ins Schlafzimmer gehen zum Schlafen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, ob wir ins Wohnzimmer umziehen, ob wir da umbauen zum Schlafen. Aber auch da hört man es ein bisschen, aber es ist zumindest nicht so laut wie hier. Und Philipp ist jetzt seit 20 Minuten bei der Polizei in der Warteschleife. Letztes Mal haben wir die Polizei nicht gerufen. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir das nicht gemacht haben. Jedenfalls diesmal dachten wir, machen wir es dann mal, um halt so ein neues Complaint abzugeben. Aber wir sind jetzt nicht durchgekommen bisher. Ja, weil die wahrscheinlich mit wichtigeren Sachen beschäftigt sind. Nun ja, in dem Sinne, ich hoffe, wir sehen uns dann morgen nochmal mit irgendwas Spaßigerem als diesem Thema. Aber nur für den Fall, dass ich mich erst sehr, sehr spät melde. Ich bin wahrscheinlich sehr müde. Und ja, mal gucken, ob sich das jetzt noch klären lässt. Und ich wundere mich nachher, warum das außer uns sonst niemanden stört, weil es ist echt laut. Naja, ich wünsche euch eine bessere Nacht als mir in dem Fall. Und ja, bis morgen in alter Frische, hoffentlich. Hallo ihr Lieben, heute ist Sonntag. Ich melde mich aus dem Wohnzimmer, aus unserem Matratzenlager. Ja, ihr habt es ja gestern mitbekommen, ich zeige es euch mal kurz. Wir haben heute hier genächtigt, wir müssen das auch leider alles noch aufräumen. Freue ich mich ganz besonders drauf, nicht? Ja, leider ging der Alarm wirklich bis morgens früh und wir haben dann eben versucht hier zu schlafen. Ich muss sagen, ich habe so semi-gut geschlafen dann natürlich. Erstmal, wir sind trotzdem erst um 2:30 so richtig dann ins Bett. Und ja, es war natürlich nicht so erholsam. Ich koche jetzt allerdings schon mal für heute Mittag und Abend. Und ich mache aus dem Kochbuch, was ich euch eigentlich eh gestern noch zeigen wollte, die Samosas. Und ich dachte, ich nehme euch da ein bisschen mit und zeige euch zum einen das Kochbuch. Das ist von einer Bloggerin oder einer Instagramerin, der ich auch folge. Und das auch beim gleichen Verlag verlegt wurde wie mein Buch. Und ja, ich bin großer Fan von ihr und ja, deswegen koche ich gerade ein paar Sachen nach und ja, wühle mich da so durch das Kochbuch. Das macht mir immer ziemlich viel Spaß. Und ich zeige euch noch auch das Rezept für die Nudeln gestern. Und ansonsten habe ich heute noch unseren Foodshop für die ganze nächste Woche gemacht. Bei der Hälfte habe ich dann gemerkt, dass ich eigentlich so ein bisschen umdenken muss, weil ich selber nächste Woche fast gar nicht zu Hause bin. Und Philipp das dann alles kochen muss. Deswegen mal schauen, wie er ja, damit so zurechtkommt. Weil von den Mengen her war das jetzt so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil wir sehr darauf getuned sind momentan, ja wirklich immer für uns beide einzukaufen und dann auch immer für jeweils 2 Tage vorzukochen. Naja, mal schauen, wie das dann so geht. Und ja, dann würde ich sagen, nehme ich euch jetzt mit in die Küche. Und heute werdet ihr mich leider nur in diesen Chiller-Klamotten hier sehen, weil alles andere geht halt einfach nicht. Ich bin so kaputt von gestern, das war echt ein bisschen blöd. Deswegen ja, let's cook. Das hier ist das Kochbuch Vegetarisch mit Liebe.
Und das Tolle an dem Kochbuch ist, dass die Rezepte alle nach Zutaten aufgeteilt sind, so nach Hauptzutat. Das heißt, wenn ihr irgendwas im Kühlschrank habt und verbrauchen müsst oder zum Beispiel irgendwie Lust auf was Bestimmtes habt, dann könnt ihr eben zu der Zutat gehen und dann schauen, was man damit Tolles machen kann. Und jetzt mache ich diese Samosas mit Erbsen und Süßkartoffeln. Das Kochbuch ist nicht vegan, allerdings vegetarisch und bisher hatte ich keine Probleme, genug vegane Rezepte zu finden oder eben die Rezepte dann zu veganisieren. Und ja, das machen wir jetzt. Pines Country Club, es ist einfach meine Arbeit. Sie nahm eine kleine Bürste aus der Handtasche und fuhr sich damit leicht übers Haar. Ich fragte mich, ob es unhöflich wäre, hinauszugehen oder ob die Etikette forderte, dass ich gemeinsam mit ihr zurück, und nahm eine Puderdose heraus. Sie puderte sich die Nase ein, zweimal von jeder Seite und klappte die Dose wieder zu. Wow, also das Essen war super lecker. Ihr habt es ja hoffentlich gesehen. Leider musste ich die Kamera zwischendrin wechseln, weil mein Akku leer war und konnte dann auch nur das Essen heute noch filmen mit der Spiegelreflex. Und jetzt ist meine Vlogging-Kamera wieder voll. Ich bin im Haushaltslook, habe jetzt die Küche noch geputzt und ja, jetzt gehe ich unter die Dusche. Ich bin jetzt fertig mit meiner Dusche, habe meine Haare getrocknet und ich dachte, ich zeige euch jetzt nochmal kurz, was ich alles so benutzt habe oder gerade generell abends benutze am Wochenende, wenn ich ja nicht so eine richtige Pampernight mache, aber so eine schnelle Version davon. Als erstes nutze ich wie immer mein Micellenwasser zum Make-up entfernen. Ich hatte eigentlich nicht so viel Make-up drauf, allerdings benutze ich das trotzdem ganz gerne, weil manchmal sammelt sich dann ja trotzdem allerhand auf der Haut an. Also wenn ihr denkt, ihr habt ein sauberes Gesicht, dann kann ich euch nur empfehlen, trotzdem mal mit einem Micellenwasser drüber zu gehen und zu gucken, was im Wattepad alles drin hängen bleibt. Nicht so schön. Und dann habe ich eine Maske benutzt. Muss ich kurz rausholen. Und zwar benutze ich die eigentlich nur noch in der T-Zone. Und zwar ist es die Aesop Parsley Seed Mask. Die benutze ich auf der Stirn, weil da hatte ich so ein paar kleine Unreinheiten und vor allem Textur. Und dann habe ich gerade ein bisschen zyklusbedingt tatsächlich das erste Mal seit Ewigkeiten wieder so richtig ein paar Pickel gehabt. Huch. Ui. Am Kinn, da hatte ich früher immer sehr, sehr viele Pickel und in letzter Zeit gar nicht mehr. Und jetzt gerade eben das erste Mal seit Monaten wieder ein bisschen an der Stelle. Und da habe ich eben die Parsley Seed Mask benutzt. Und unter der Dusche habe ich das dann abgespült und dann habe ich dann noch den Pixi Glow Matte Cleanser einmal genommen zum drüber waschen, damit wirklich alles weg ist. Den habe ich dann auch weggeschmissen, deswegen komme ich da jetzt gerade leider nicht dran. Und dann ging es an die Pflege. Da habe ich dann von The Ordinary dieses Produkt hier benutzt und zwar ist das ein Retinol. Ich habe schon zwei von denen ausprobiert von The Ordinary und am besten vertrage ich dieses hier. Das ist das Advanced Retinol 2%, glaube ich. Ja, genau, das hier. Und das verteile ich dann im ganzen Gesicht.
Deswegen glänze ich jetzt auch noch so ein bisschen. Und dann habe ich auch schon mal eine Augencreme benutzt. Das ist die The Body Shop Oils of Life Augencreme. Diese hier. Die habe ich, glaube ich, auch schon in ein paar Videos gezeigt. Die mag ich sehr gern. Die klopft dann ein ganz vorsichtig. Und dann bin ich mit einem Hydrating Mist drüber gegangen von Pixi. Und so sieht meine Haut jetzt aus. Was ich dann noch machen werde, ist Folgendes, was ich nämlich vergessen habe. Ein bisschen Creme auftragen und noch eine Lösung für Stellen, wo ich wirklich Unreinheiten habe, die ich austrocknen möchte. Und zwar nehme ich da meine Drying Lotion von Mario Badescu, falls sie freistellt, scharf stellt, da ist sie. Und dann habe ich noch meinen ganzen Körper eingecremt mit einer sehr, sehr tollen Grapefruit Body Lotion von Lavera. Und das war's. Jetzt muss ich mir nur noch eine praktische Schlaffrisur machen. Kommentiert mir gerne mal, wie ihr schlaft. Also ob ihr mit einem Dutt schlaft oder mit einem Zopf oder sogar mit offenen Haaren oder mit einem Haarband drin. Das würde mich mal interessieren, weil irgendwie habe ich für mich noch nicht so das Ideale gefunden. Das ist echt schwer mit meinen momentan super langen Haaren. Meine Haare sind so lang momentan, ich kriege sie nicht drauf. Ich kriege sie überhaupt nicht drauf. Da. Und ja, man liegt dann irgendwann einfach drauf oder der Partner liegt sogar drauf und es ist nervig. Deswegen schreibt mir da gerne mal. Und damit beende ich heute den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich hatte ein sehr ruhiges Wochenende zu Hause, das wollte ich eigentlich noch sagen. Und zwar war ich so ein bisschen unter Hausarrest. Ich habe gerade so ein bisschen mit einem orthopädischen Problem zu kämpfen und dann war jetzt mal die Anweisung von meinem Arzt, dass ich mal versuchen soll, mich für ein paar Tage so wenig wie möglich zu bewegen. Und ja, das hat mir natürlich so gar nicht in den Kram gepasst, deswegen war die Woche so ein bisschen langweilig, weil ich die meiste Zeit zu Hause rumlag oder rumsaß. Und kennt ihr das, wenn einem dann schon irgendwie das Steißbein und der Po vom Sitzen wehtut? Das ist echt auch nicht so toll. Naja, ich möchte mich nicht beschweren. Ich hoffe, dass es bald wieder besser ist und dass wieder, ja, ich mehr unterwegs sein kann. Und ich werde dann auf jeden Fall nächste Woche weiter vloggen und wahrscheinlich erst ab Mittwoch, denn am Mittwoch bin ich unterwegs. Es geht in ein anderes Land und zwar in eins meiner Liebsten. Ihr könntet wahrscheinlich denken, wo es hingeht. Es geht nach Hause. Und ja, dann vlogge ich dann wieder und bis dann. Tschüss!